das ist doch das Beste, was es an dieser Pandemie gibt, dass wir wissen, es suchen 200 Firmen auf der Welt einen Impfstoff, der wird mit ziemlicher Sicherheit gefunden, dann ist der Zauber endlich rum. Hallo und herzlich willkommen am 1.11.2020. In diesem Video geht es um die kommende Corona-Impfung. Ich möchte heute den Blick auf ein aktuelles Strategiepapier des Robert-Koch-Instituts lenken. Ich denke, dass dieses Dokument sehr beachtenswert ist und aufmerksam gelesen werden sollte. Wer sich vertieft mit den verschiedenen Impfkandidaten und dem aktuellen Stand der Forschung dazu beschäftigen möchte, dem lege ich Clemens Awey ans Herz, der regelmäßig dazu Updates liefert. Hier geht es heute nicht um die Eigenschaften, Möglichkeiten und Risiken der verschiedenen Impfkandidaten, sondern um die Strategie der Bundesregierung, wie sie vom RKI geplant und entworfen wurde. Und das steht in besagtem Papier, das auf der Website des Robert-Koch-Instituts zu finden ist. Bemerkenswert an diesem Papier ist nicht nur, dass laut RKI die Alltagsmasken unabhängig von einem Impfstoff bis auf Weiteres selbst bei niedrigem Infektionsgeschehen zum Standard, also zu den sogenannten Basismaßnahmen gehören sollen. Es ist auch dort etwas kryptisch von Anpassungen im Verhalten und Modifikationen des Miteinanderseins die Rede. Diese seien nötig, insbesondere solange der Impfstoff noch nicht für alle Menschen verfügbar ist. Mir geht es aber ganz speziell um den Abschnitt am Schluss des Papiers, wo es ganz konkret um die nationale Impfstrategie bezüglich Covid-19 geht. Das Bemerkenswerte hierbei ist, dass laut RKI bereits eine bundesweite Impfkampagne vorbereitet wird, selbst wenn, so wörtlich, nicht sofort ein wirksamer und sicherer Impfstoff zur Verfügung steht. Dieser Satz macht hellhörig, denn es liegt natürlich auf der Hand, dass ein Impfstoff, wenn er denn verabreicht werden sollte, auch sowohl sicher und wirksam sein sollte. Man könnte natürlich meinen, es sei ja kein Schaden darin, schon mal organisiert und gut aufgestellt, vorbereitet zu sein, damit man Zeit spart, wenn der Impfstoff dann tatsächlich auf den Markt kommt. Und die meisten Menschen gehen auch davon aus, natürlich selbstverständlich, dass niemals ein Impfstoff zugelassen wird, wenn er nicht sorgfältig auf seine Sicherheit geprüft ist. Von einer solchen Prüfung ist aber in dem Papier keine Rede, sondern es heißt eben ausdrücklich, dass, Zitat, die bundesweite Impfkampagne vorbereitet wird, selbst wenn nicht sofort ein wirksamer und sicherer Impfstoff zur Verfügung steht. Es liegt natürlich auf der Hand, dass nach nur wenigen Monaten der Entwicklung und Überprüfung keine sichere Aussage über die Sicherheit eines Impfstoffs gemacht werden kann. Langzeitschäden und Langzeitfolgen kann man eben nur über einen langen Zeitraum hinweg beobachten und feststellen. Das RKI erklärt ausdrücklich, dass die kommende Impfkampagne davon unabhängig vorbereitet wird. Jetzt mag man sich auch wiederum sagen, hier ist ja nur von einer Vorbereitung, aber noch nicht von der Durchführung der Kampagne oder der Anwendung des Impfstoffs die Rede. Aber lesen wir mal weiter. Zitat: Dazu werden jetzt tragfähige Konzepte für Lagerung, Kühlketten, Verteillogistik, Durchführung, priorisierte Zielgruppen und umfassende Überwachung der Impfstoffsicherheit und Wirksamkeit im Rahmen der breiten Anwendung erarbeitet. Wichtig an diesem etwas langen und verschachtelten Satz ist der Schluss. Und damit das nicht untergeht, schauen wir uns gerade nochmal an, was dort genau steht. Zu der bundesweiten Impfkampagne gehört, dass die Impfstoffsicherheit und Wirksamkeit im Rahmen der breiten Anwendung überwacht wird. Das heißt im Klartext, der Impfstoff soll unabhängig von seiner Sicherheit und Wirksamkeit auf den Weg gebracht und dann im Rahmen seiner breiten Anwendung überwacht werden. Das klingt ein wenig abenteuerlich und man möchte meinen, dass es sich vielleicht um ein Missverständnis handelt, aber es ist die offizielle Strategie des Robert-Koch-Instituts und dieses Konzept wurde auch vom RKI-Chef Lothar Wieler in einem Interview kürzlich am 15.10. bei Phoenix zum Ausdruck gebracht, als er zur Frage, ob
mit der Zulassung eines Impfstoffs in den nächsten Monaten zu rechnen sei, mitteilte. Urteilen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Impfstoffes innerhalb der nächsten 6 Monate? Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja. Noch optimistischer scheint Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu sein, der bei Markus Lanz am Mittwoch, den 28.10., also an dem Tag, als der zweite Lockdown durch die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten verabschiedet worden war, erklärte: Das hört auch mal wieder auf. Spätestens wenn der Impfstoff kommt und wir alle geimpft sind, dann hört das auf. Und keiner muss Angst haben, wir machen so weiter. Das werden wir auf jeden Fall nicht tun. Das hört mal auf. Das ist doch das Beste, was es an dieser Pandemie gibt, dass wir wissen, es suchen 200 Firmen auf der Welt einen Impfstoff. Der wird mit ziemlicher Sicherheit gefunden. Dann ist der Zauber endlich rum. Nicht? Und diese Zuversicht, die kann uns doch auch ein bisschen beleben. Und dann können wir auch eine Zeit lang mal auf Dinge verzichten, die wir sonst gern machen. So häufen und verdichten sich allmählich irritierende Aussagen von prominenten Vertretern aus Politik, Pharmaindustrie und öffentlichem Gesundheitswesen zu einem Impfstoff. Auch Christian Drosten hat dazu einen Beitrag geleistet, als er im März 2020 im großen Zeit-Interview erklärte, dass unter sehr schlimmen Bedingungen eventuell darüber nachgedacht werden müsse, ob man das im Entwicklungsverfahren beschleunigt und möglicherweise einen schlecht geprüften Impfstoff verimpft. Ein solches Szenario hatte Drosten damals noch als abenteuerlich und spekulativ bezeichnet und klargestellt, dass das natürlich nur unter extrem schlimmen Bedingungen denkbar sei. Aber genau das, was er als extreme Ausnahmesituation damals in den Raum stellte, wurde kurze Zeit später durchgeführt, als das EU-Parlament bereits Mitte Juli, also mitten in der tiefsten Flaute des Infektionsgeschehens, die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung für RNA-Impfstoffe gesetzlich aushebelte. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob angesichts der minimalen Fallzahlen seit Ende des Frühjahrs die schrecklichen Bedingungen gegeben waren, die rechtfertigen würden, dass das Risiko eines schlecht geprüften Impfstoffs einzugehen sei, um Covid-19, eine Krankheit, die laut RKI für die meisten Menschen völlig harmlos ist. Aber in dem Gesetzestext heißt es wörtlich: Angesichts der beispiellosen gesundheitlichen Notlage aufgrund der Covid-19-Pandemie muss der Schutz der öffentlichen Gesundheit Vorrang erhalten. Daher ist es erforderlich, für die Dauer der Covid-19-Pandemie oder solange Covid-19 eine gesundheitliche Notlage darstellt, eine befristete Ausnahme von den Anforderungen im Hinblick auf eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung zu gewähren. Nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht, wenn von Umweltverträglichkeitsprüfung die Rede ist, geht es natürlich nicht um Umweltverschmutzungen oder sowas Ähnliches, sondern tatsächlich um die Verträglichkeit des Impfstoffs für den Menschen. Also genau das ist geschehen. Die verschiedenen Phasen einer Prüfung von Impfstoffen wurden, soweit sie nicht aufgehoben worden sind, parallel geschaltet und das Rennen nach dem Impfstoff begann. Das Rennen nach dem Impfstoff, so hat es Dietmar Hopp von CureVac hier in Baden-Württemberg bezeichnet, dass er mit seiner Firma ausdrücklich gewinnen möchte, das Rennen um den besten Impfstoff. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bereits Dosen in ausreichender Zahl für die gesamte deutsche Bevölkerung vorbestellt. Gleichzeitig haben die Hersteller von Impfstoffen die Haftung für mögliche Impfschäden vertraglich ausgeschlossen und die Haftung wird von den Staaten übernommen, wobei es für den durch eine Impfung womöglich Geschädigten natürlich letztlich keine Rolle spielt, wer ihm möglicherweise Schadensersatz zahlt. Eine Impfung soll schützen und nicht schaden. Und bei einer Krankheit, die laut RKI für die meisten Menschen völlig ungefährlich ist, stellt sich natürlich schon die Frage, wie es sich rechtfertigen lässt, dass ein neuartiger genbasierter Impfstoff, dessen Typ noch nie zuvor zur Anwendung kam und der unter verkürzten Bedingungen mit Abstrichen bei der Sicherheit zugunsten einer höheren Geschwindigkeit massenhaft und flächendeckend verabreicht werden soll.
Fassen wir also noch einmal die Lage am 1. November 2020 wie folgt zusammen. Die regulären Entwicklungsschritte für den Impfstoff wurden teilweise aufgehoben und ansonsten zusammengeschoben und werden jetzt im Schnellverfahren parallel durchgeführt. Die Impfstoffe sind bereits geordert und reserviert. Das RKI plant eine bundesweite Impfkampagne ausdrücklich unabhängig von der Wirksamkeit und Sicherheit eines Impfstoffs. Wirksamkeit und Sicherheit sollen im Rahmen der breiten Anwendung überwacht werden. Kosten und Haftung übernehmen der Staat. Das gesundheitliche Risiko selbst trägt jeder Einzelne. Ob das Vertrauen schafft, muss jeder für sich selbst entscheiden. Winfried Kretschmann versucht sein Bestes, Begeisterung und Zuversicht zu erwecken, wenn er zum Beispiel sagt, das ist doch das Beste, was es an dieser Pandemie gibt, dass wir wissen. Das ist doch das Beste, was es an dieser Pandemie gibt, dass wir wissen, es suchen 200 Firmen auf der Welt einen Impfstoff, der wird mit ziemlicher Sicherheit gefunden, dann ist der Zauber endlich rum. Nun, ob überhaupt ein Impfstoff gefunden wird, daran zweifeln selbst namhafte Fachleute aus der Impfstoffentwicklung und der Pharmaindustrie. An dieser Stelle verweise ich nochmal auf Clemens Awey, der verständlich erklärt, dass die bisherigen Impfkandidaten, abgesehen von extrem bedenklichen Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen, zwar gewisse Effekte auslösen, aber bis jetzt bereits nicht nachgewiesen werden konnte, dass diese Impfstoffe tatsächlich auch eine Wirkung bezüglich Covid-19 haben, also dass sie, selbst wenn in dem Probanden Antikörperentwicklung nachgewiesen werden konnte, dieser Impfstoff verhindert, dass ein Mensch nach einer Impfung das Virus weiterhin nicht aufnehmen, vermehren und auch übertragen kann. Das ist nämlich gar nicht Gegenstand der Prüfung, sondern man schaut nur, ob eigentlich Antikörper gebildet werden. Das ist also nur ein kleines Detail und als Vorgeschmack für die Informationen, die man bei Herrn Awey erhalten kann. Trotzdem wird der Fahrplan des RKI durch prominente Vertreter aus Politik und Gesundheitswesen ausdrücklich unterstützt und mitgetragen, propagiert und wird kaum in Frage gestellt. Wir finden, dass die Menschen, die ja letztlich Ziel der bundesweiten Impfkampagne werden sollen, sicherlich ganz unterschiedlich. Es gibt ausdrückliche Befürworter natürlich, die Impfung geradezu als erlösendes Mittel herbeisehnen. Andere, die vielleicht etwas skeptisch sind, aber immer noch Vertrauen haben, dass es bestimmt kein gefährlicher und schlecht geprüfter Impfstoff auf den Markt schaffen dürfte. Und dann wird es sicher noch einige geben, die vielleicht nicht einmal einer Impfung generell grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen würden, die sich aber doch fragen, ob bei einer Krankheit wie Covid-19 überhaupt eine flächendeckende Impfung mit einem womöglich noch direkten oder indirekten Impfzwang erforderlich ist und die zumindest eine höchst sorgfältige Entwicklung und Prüfung hinsichtlich der Sicherheit eines solchen Impfstoffs erwarten. Und solche Menschen sind sicher nicht ohne weiteres bereit, an der geplanten bundesweiten Impfkampagne teilzunehmen. Aber wie würde das Leben ohne eine Corona-Impfung in Zukunft ausschauen? Wäre das dauerhaft durch Masken tragen und Abstand halten geprägt und wie lange? Christian Drosten stellte dazu im Zeit-Interview kürzlich fest, diese Maßnahmen dürfen nicht in Frage gestellt werden und müssten gelten, ohne einen Impfstoff notfalls auch für immer. Auch Ministerpräsident Kretschmann versucht hier Klarheit zu bringen. Immerhin versucht er den Menschen im Ausblick auf eine Impfung Mut zu machen, wenn er sagt, spätestens wenn ein Impfstoff da ist und wir alle geimpft sind, dann hört das auf. Und diese Zuversicht könne doch auch ein bisschen beleben. Und dann könnten wir auch eine Zeit lang mal auf Dinge verzichten, die wir sonst gerne machen, sagt Kretschmann. Aber es geht ja nicht nur um das Verzichten auf Dinge, die man gerne sonst macht. Was, wenn man sich einfach nicht impfen lassen will mit einem Impfstoff, der erst in der breiten Anwendung so richtig auf seine Wirksamkeit und Sicherheit geprüft und überwacht werden soll? Dazu hat sich Markus Söder aus Bayern auch schon Gedanken gemacht und er sagte am 6.10. beim virtuellen Parteitag der CSU Oberpfalz dazu: Wie gehen wir mit denjenigen um, die sich nicht impfen lassen wollen, aber denen man mit dem Impfstoff auch vieles erlauben könnte an öffentlichem Leben? Also das wird noch, schätze ich mal, so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres uns noch so einiges
Kopfzerbrechen bereiten. Diese Aussage finde ich natürlich hochinteressant, weil sie ja impliziert, wenn man Menschen mit einer Impfung öffentliches Leben erlauben kann, dann kann man ihnen dieses öffentliche Leben natürlich ohne diese Impfung nicht gestatten. Ich denke, dass sich zurzeit sehr viele Menschen fragen, wie soll das alles weitergehen, wo soll das alles enden? Das ist verständlich und ich kann wirklich nur raten, sich die Aussagen der Menschen in Amt und Würden genau anzuhören, anzuschauen und das zu verfolgen und auch dieses Strategiepapier des Robert-Koch-Instituts zu studieren. Interessant ist dort auch der letzte Absatz. Die Einführung der Impfung muss möglichst, das ist ein Zitat, muss möglichst frühzeitig unter Einbindung relevanter Akteure kommunikativ begleitet werden, um Desinformation und Mythenbildung zu verhindern und eine informierte Impfentscheidung der Menschen zu ermöglichen. Ja, diese Überlegung ist natürlich nachvollziehbar, denn es könnte natürlich passieren, dass der Mythos um sich greift. Die Bundesregierung wolle einen Impfstoff unter die Leute bringen, der erst in seiner breiten Anwendung hinsichtlich seiner Sicherheit und Wirksamkeit überwacht und überprüft werden soll. Das wäre natürlich abenteuerlich. Und das war's für heute bei C19 Info. Danke fürs Reinschauen. Teilt diese Informationen bitte mit den Menschen in eurem Umfeld und macht ihnen diese Sachen bekannt, damit, wie im RKI-Strategiepapier heißt, Desinformation und Mythenbildung verhindert werden und Menschen eine informierte Impfentscheidung ermöglicht werden kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wie gehen wir mit denjenigen um, die sich nicht impfen lassen wollen? Aber die man mit der Impfstoff auch vieles erlauben könnte, ein öffentliches Leben. Also das wird noch, schätze ich mal, so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres uns noch einiges Kopfzerbrechen bereiten können. Teilen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Impfstoffes innerhalb der nächsten 6 Monate? Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja. Die Sachen sind begrenzt. Das hört auch mal wieder auf. Spätestens, wenn der Impfstoff kommt und wir alle geimpft sind, dann hört das auf. Und keiner muss Angst haben, wir machen so weiter. Das werden wir auf jeden Fall nicht tun. Das hört mal auf. Das ist doch das Beste, was es an dieser Pandemie gibt, dass wir wissen, es suchen 200 Firmen auf der Welt einen Impfstoff. Der wird mit ziemlicher Sicherheit gefunden. Dann ist der Zauber endlich rum. Nicht? Und diese Zuversicht, die kann uns doch auch ein bisschen beleben. Und dann können wir auch eine Zeit lang mal auf Dinge verzichten, die wir sonst gern machen. Aber das ist eine reine Spekulation. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege und es gibt umgekehrt eben Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen, dazu gehören sehr viele asiatische Länder und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen gekommen. Und heute haben wir Alltagsmasken und wir sagen, naja, es geht ja gut, aber in Wirklichkeit wissen wir nicht, ob es deswegen gut geht, weil wir Alltagsmasken tragen oder weil wir bestimmte Geschäfte jetzt doch wieder geöffnet haben und deren Belüftungskonzept und Hygienekonzept doch so gut ist, oder ob es einfach daran liegt, dass nun mal wenig eingetragen wird, weil nun mal wenig da ist an Infektionen. We won't get rid of masks anytime soon. So even while we start vaccinating, the population in largest parts will have to wear masks. You are asking for other measures, other interventions. It's wearing masks. There is clear scientific proof. So in contrast to spring, where actually we had used old scientific proof not based on coronavirus outbreaks in particular, we had to say there is low evidence for the use of masks. Können die Maske aufsetzen? Damit hält man das nicht auf. Also damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Now this has changed based on the very case of this virus and this pandemic, there is now evidence for the effectivity of mask use. Where the concept is to avoid widespread virus transmission, to wait for deployment of a vaccine, we can expect to wear masks until end of 21, I would expect.